Seit über 20 Jahren veranstaltet die evangelische Jugend der Propstei Schöppenstedt nun das Pfingstzeltlager. Wir machen das, um Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, Gemeinschaft zu erleben, eigene Grenzen zu überwinden, Neues auszuprobieren und Natur hautnah zu erfahren. Wir spielen nämlich jetzt das Geländespiel und das Ziel ist, dass wir jetzt alle Tiere und alle Menschen möglichst viel Futter und Vorrat sammeln müssen, ist auf die Art packen, damit wir ja, wenn die Kuh kommt, auf der Art auch mal genug packen. Zick, 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 zick. Ja! Super, ey! Das habt ihr super gemacht! Jedes Jahr suchen wir uns ein Motto oder Thema, das den Kindern auf spielerische Weise am Wochenende die Geschichte näher bringt. Unter anderem zählen dazu Workshops wie Gipsmasken. Bogen bauen, Lagerfeuer oder Großgruppenspiele. Besonderen Augenmerk lenken wir darauf, dass die Kinder lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen, zu teilen und Verantwortung füreinander zu übernehmen. Dies machen wir dadurch, dass wir gemeinsam beim Essen anfangen und auch enden. Oder aber Spiele machen, bei denen die Kinder aufeinander Rücksicht nehmen müssen, gemeinsam Hürden überwinden und durch Erfolgserlebnisse eine Gemeinschaft bilden können. Jeden Tag beenden wir mit einem Abendkreis am Lagerfeuer, wo wir biblische Geschichten hören, gemeinsam singen und den Tag ausklingen lassen. Um jeweils 120 Kinder im Blick zu haben, ist für jedes Zelt ein Team von 2 Betreuern zuständig, das auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht und auf ihr Wohlbefinden achtet. Wer jetzt Lust aufs Pfingstzeltlager bekommen hat und denkt, das muss ich unbedingt mal erleben, soll sich auch im Jugendbüro melden, telefonisch oder auf unserer Homepage. Dort gibt es die Anmeldung zum Runterladen, Ausdrucken und dann einfach an uns senden. Wir freuen uns auf euch.